Sie verarschen dich. Sieh genau hin. Ja, da würde mich nur interessieren, kann das BMVG denn Medienberichte bestätigen und Aussagen des Anwalts eines der klagenden Bundeswehrmitarbeiter, dass der Bundesverteidigungsminister die Corona-Impfpflicht für die Bundeswehr gekippt hat? Und wenn ja, was sind die Gründe dafür? Genau, also der Bundesminister der Verteidigung hat die allgemeine Duldungspflicht für die Covid-19-Impfung für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der sogenannten Basisimmunisierung aufgehoben und erfolgt damit einer Empfehlung des Inspekteurs des Sanitätsdienstes und einem Votum der Arbeitsgruppe des Wehrmedizinischen Beirats, die genau das im Grunde empfohlen haben. Mit dieser Entscheidung wird die bisherige Duldungspflicht im Grunde herabgestuft und es folgt eine nachdrückliche Empfehlung für die Covid-19-Schutzimpfung. Und das ist auch in Einklang mit der geltenden Einschätzung der STIKO am Robert-Koch-Institut. Was ist eigentlich noch vorausgegangen? Nach 22 sollte ja immer ausgewertet werden. Das hatte sozusagen das Bundesverwaltungsgericht ja angeordnet. Mhm. Und dann passierte nichts, weil ohne Druck passiert da auch nichts. Dann kam dieses Verfahren, das Bundesverwaltungsgericht hatte in 2023 gesagt, okay, wir machen ein mündliches Verfahren zu diesem Soldaten, dem Oberstabsbootsmann, der jetzt ja vor dem Bundesverwaltungsgericht steht, und hat das Bundesverteidigungsministerium aufgefordert, Sie mögen doch mal die Evaluation vorlegen. Bitte legt mal vor, ob ihr jetzt von 22 bis 23 irgendwelche vernünftigen Evaluationsberichte habt, die belegen, dass Covid-19-Spritzen irgendwie helfen. Der Hamburger sagt ja Butter bei die Fische. Ne? Richtig, ja. Butter bei die Fische, ganz genau. Und da hatten sie eine Frist vom Juli, hatte das Gericht geschrieben, bis Ende September, also auch schon eine recht lange Frist, also sie hätten da was machen können. Die Antwort vom Bundesverteidigungsministerium am Ende September war wie folgt. Also ich interpretiere das jetzt nur. Der Oberstabsbootsmann könne, um einen Konflikt zu vermeiden, den neuen Impfstoff Valneva nehmen. Dann würde man auch nichts mehr sagen. Was? Valneva ist ein Totimpfstoff. Moment. Die haben dem einen anderen Impfstoff vorgeschlagen. Dann jetzt ist gut, oder so? Ja. Das war die Antwort auf die Evaluation. Valneva hätte zwar noch nicht so viele Verimpfungen gehabt, nur etwa 7200, und sei jetzt gerade auch erst frisch zugelassen. Was das Bundesverteidigungsministerium nicht gesagt hatte, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Brief beim Bundesverwaltungsgericht ankam, Valneva seine Zulassung zum Ende des Jahres zurückgegeben hatte. Also sie wollten ihm sozusagen einen Impfstoff andrehen, den kaum jemand genommen hat, dessen Nutzen gar nicht überprüft und deren Nebenwirkung auch gar nicht überprüft war. Und damit wollten sie es dann auf sich beruhen lassen. Das war die Idee. Ja, dann hat das Verteidigerteam dem Bundesverwaltungsgericht geschrieben und sagen, ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass Valneva seine Zulassung zurückgezogen hat. Und vielleicht fragen Sie nochmal nach der Evaluierung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht dann im Februar 2024 gemacht und hat gesagt, wollt ihr uns verarschen? Der Impfstoff ist gar nicht mehr zugelassen, das haben wir jetzt auch gemerkt. Und im Übrigen warten wir immer noch auf eure Evaluation. Ja, dann verging die Zeit, der Termin wurde angesetzt für den 29. und 30. Mai, also der Termin, von dem wir jetzt reden, und es fehlte die Evaluation. Dann haben die Verteidiger gesagt, also so langsam bräuchten wir mal ein paar Daten und wir können uns ja nicht unvorbereitet da einfach nur zum Klönen in diese Verhandlung setzen. Und dann hat das dazu geführt, dass letztlich noch Schriftsätze gekommen sind. Und am 21.04. und wer in Braunsbedra war, der hat ja meinen Vortrag gesehen. Da habe ich ja 22 Zeitmarkierungen genannt, wo das Paul-Ehrlich-Institut mitgeteilt hat, wie wichtig für die Arzneimittelsicherheit diese Daten von der Kassenärztlichen Vereinigung sind und warum sie sie bis jetzt immer noch nicht haben und warum sie ganz hart daran arbeiten, dass sie sie nach 4 Jahren vielleicht endlich bekommen. Und diese Daten sind so massiv wichtig, dass wir diese 22 Punkte, aus denen, die habe ich quasi dem Schriftsatz beigefügt, die wurde dann verarbeitet in einem Schriftsatz und daraus habe ich ja den Vortrag dann gemacht. Die wurde dem Gericht geschickt und die haben es natürlich gleich ans Bundesverteidigungsministerium gesendet am 21.05. Und am 22.05. haben die das gelesen und haben gesagt, Scheiße,
das war's. Scheiße. Das war's. Und dann haben sie eine Evaluation abgeliefert, so ein Rettungsanker von 2023. Da hat das Gericht gesagt, ja, aber wir brauchen 2024. Ja, das wäre noch in der Finalisierung. Und dann haben sie bis dahin gar nichts gemacht, sondern sie haben nur diesen Bericht von 23 geschickt. Und der war größtenteils geschwärzt. Na, größtenteils nicht, aber der war geschwärzt. Das kennen wir ja schon, ne? Mhm. Diese Geschwärzung. Der war dann geschwärzt und damit ist sozusagen das Bundesverwaltungsgericht auch ziemlich verschaukelt worden. Denn man muss sich ja immer überlegen, dass ein Bundesverwaltungsgericht schon irgendwie Einsicht benötigt, um beurteilen zu können, ob die Verwaltungsentscheidungen in Ordnung sind oder nicht. Und das hat das Bundesverwaltungsgericht auch nicht so toll gefunden, dass die jetzt geschwärzt waren. Und dann haben wir uns am 28. getroffen und haben in einem Konferenzraum mit 14 Mann dann zusammengesessen, drei Anwälte und die Sachverständigen, die dann nächsten Tag dabei sein sollten. Und dann kam während unserer Besprechung und Strategieplanung kam dieses Schreiben rein, wir ziehen die Duldungspflicht zurück, wir machen aus der Duldung eine Empfehlung. Noch eine Verständnisfrage. Noch im April hatte die parlamentarische Staatssekretärin Möller erklärt, dass nach allgemeiner fachlicher Einschätzung die Aufrechterhaltung der Duldungspflicht, die Sie ja angesprochen hatten, nach wie vor angezeigt wäre. Da würde mich interessieren, was hat sich denn innerhalb dieser wenigen Wochen geändert, dass es nun sozusagen zu dieser konträren Maßnahme kommt? Genau, das Bundesverwaltungsgericht hat ja gefordert, dass die Duldungspflicht einer ständigen Evaluierung unterzogen wird. Das ist auch erfolgt im Kommandosanitätsdienst. Dort werden dort wurden wissenschaftliche Einschätzungen und Analysen herbeigezogen. Das ist ein stetiger Prozess gewesen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt gewesen, wo sowohl das Kommandosanitätsdienst als auch der wissenschaftliche Beirat gesagt haben, wir empfehlen jetzt, dass wir davon abrücken. Und dem ist der Minister gefolgt. Das zeigt eben doch, dass wir ohne, hier der neuen Empfehlung aus diesem dauerhaften Prozess folgen. Und wir haben ja auch schon dargelegt in der Vergangenheit, warum diese Impfung, warum der Schutz vor allen Dingen im militärischen Umfeld oftmals eng beisammen und so weiter wichtig war. Das ist jetzt ausgesetzt bzw. herabgestuft für eine Empfehlung. Wir mussten das mehrfach lesen, damit wir es nicht falsch lesen. Das muss ja auch, man muss ja gründlich arbeiten. Und das haben wir dann mehrfach gelesen, mehrfach, wirklich mehrfach in der Gruppe. Es war um die Mittagszeit und dann haben wir es gelesen und nochmal gelesen und nochmals gelesen. Ja, und dann waren wir natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir natürlich wussten, dass wir das RKI und das PAI völlig zerlegen hätten können. Das war ja völlig klar, dass wir das geschafft hätten und dass wir auch klar hätten machen können, dass die ihre Arbeit nicht gemacht haben und damit auch die STIKO und damit auch das Verteidigungsministerium. Und denen ist klar gewesen, das ging aus dem Schriftsatz hervor, weil sie diese Entscheidung bereits am 22. Mai getroffen hatten, nachdem der Schriftsatz von uns bei denen wie eine Bombe offensichtlich eingeschlagen hat, ist denen klar geworden, sie kommen aus der Nummer nicht anders raus, als dass sie jetzt so eine Art Erledigungsversuch gestalten. Das heißt, sie haben die Energie, die wir hatten, die haben sie uns versucht zu nehmen, indem sie sagen, durch diese Art von Erledigung ist der Soldat ja gar nicht mehr beschwert. Ja, er ist ja nicht mehr belastet, er muss ja jetzt nichts mehr machen. Und damit kann man den Vorgang ja als erledigt erklären. Und auf diese Weise waren wir natürlich mega enttäuscht. Natürlich ist das Ziel erreicht, dass die Soldaten sich jetzt nicht mehr gegen Covid impfen lassen müssen, auch die neuen Soldaten nicht. Aber es ist natürlich eine ganz starke Enttäuschung, wenn man sich das überlegt, dass es auf diese Weise letztlich beendet werden sollte. Das sind ja aus meiner Sicht die Lügen den ganzen Tag. Das machen sie, indem sie einfach Dinge nicht bringen und unterlassen oder so hinbiegen. Diese Leute sind ja schon per se in ihrer Journalistenschule, werden die ja schon dahin getrimmt, dass sie sich so verhalten. Ja, also das tut mir leid, ich rede über die gar nicht, weil die schreiben, wenn sie schreiben, lassen sie alles weg, was eben nicht in ihre Agenda passt. Und deswegen ist es halt fraglich, über die überhaupt nicht, die noch anzuklicken, ist schon, das ist schon zu viel Energieaufwand, weil sie einfach nur Unsinn schreiben. Also so viel Unsinn, dass man es kaum ertragen kann. But you know, the serious challenge that's posed by anti-vaxxers, and I think we need to strategize to really push back, because vaccines work, vaccines affect adults, and we have science, evidence on our side. I think it's time to be more aggressive in pushing back on anti-vaxxers. I think they use COVID as an opportunity
and you know all the havoc they're creating. Maybe that's one of the messages also I would like to include to whatever I have said.